Moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück im Rennen mit dem Bahrain, mit dem Virus. Mit dem Bahrain, mit dem Virus. Ja, hallo, mit dem Camillo, mit Bahrain, auf Bahrain, zu Ja. Bahrain. Da lassen wir es einfach sein. Lufttemperatur 27 Grad, Strecke 33 Grad. Das sind doch eigentlich optimale Voraussetzungen für gute Reifen, guten Grip und ja. Wie viele Runden sind das? 14, alles klar. Naja, guck, 9 Runden mit den letzten Reifen und 5 Runden mit den Reifen, die wir jetzt haben. Ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir doch mal 14, so machen wir das vor mir so. ist was Blaues. Ich habe zweimal Ferrari vor mir und Red Bull auch noch. Ey. Mann, ich hab dich vor mir. Nein! Schlimmer kann's nicht werden. Der Start war gut. Jo. Nur ein bisschen zu wenig Power in dem Hobel. Oh. Ha. Ey, hört einmal auf mich. Diese Drecksschweine, nur weil die mich hier rumgeschoben haben. Egal. Deswegen kam ich leider nicht vom Fleck. Da konnte der Virus sich wieder dran durchschummeln. Ja, hat doch gut funktioniert. Oh, ich sehe schon, der hat mein Benzingemisch nicht übernommen. Blöder. Bremst doch, bremst! Jeff, ich bin nicht dein Partner. Jeff, sei leise! Oh, ich hatte gerade leichte Taschierung mit dem Spoiler. Oh, nur hier noch bremsen mehr. Ja, ich komme nicht ganz rum. Wir haben gelben Spoiler. Vorne Ach rechts. so. Ist jetzt die Frage. Überholen oder nicht überholen? Nee, komm, ich lass. Obwohl. Ach Mann, nur weil der da rumgeiert wie so ein. Mir muss mich selber niemals hinter Virus herfahren. Scheiße da. Kann auch nicht mal die Reifen ändern. Ärgerlich. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern Jeff, sei oder leise. weitermachen? Scheiße.
scheiße, ich kann die Kurve nicht filmen, wenn wir mit Vollzunder fahren, ey. Hamilton fährt eine Kurve so viel abgebremst, dass ich mir den zweiten vorne, der noch grün war, auch wieder gelb gefahren habe. Dieser Drecksack, ey. Hallo. Passiert. Frodo spielt wieder mit sich alleine. Ich habe mich gerade unter dem Monitor sehen. Kann ich drunter ein bisschen drunter gucken. Von links nach A nach rennt, ey. Komm rum! Ich hätte mir direkt weiße Reifen geben lassen sollen. Ja. Oh. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Jetzt hast du es aber auch, hä? Du fährst dich gut ein gerade. Ja, muss ich ja. Ja. Nach dem Rumgeeiere da vorne muss ich ja irgendwie da... Na guck mal, wen haben wir denn hier? Ja, ich musste jetzt mal Schnauze reparieren und so. Hab mir gedacht, jetzt fahre ich mal lieber rein.
meine Reifen werden das nicht bis zum Schluss durchhalten, glaube ich. Nee. Ich hätte auf weiß wechseln sollen. Ärgerlich. Vettel, fahr! Warum? Ah, komm, halt an, Mann! Was ist denn mit dir, du Scheißkarre? Boah, ey, blöde Fotze! Meine Fresse nochmal, brennt! Oh, Mann, was ist das denn, dieser blöde Vollidiot? Fährt er mir einfach in die Karre rein? Alter, das gibt's doch nicht. Fährt mein eigener Teamkollege mir volle Kanne in die Karre rein. Das oh, ist ja. Doch nicht wahr. Nee, das ist scheiße. Alter, das gibt's doch nicht. So gut auf dem Vormarsch gewesen, Alter. Jetzt habe ich vorhin einen gelben Spoiler, jetzt habe ich einen roten Spoiler, weil diese blöde Ratte vorhin so nicht bremsen wollte. Ich hatte diese Karre, Alter. Brems! Ja, wahrscheinlich nichts sagen, weil ich über die Curves gefahren bin. Kann auch natürlich sein, war dann mein Fehler. Das ist aber ärgerlich. Wir ziehen eine so. Alternative Strategie in Erwägung. Weil ich eine 5 Stop-and-Go-Dings, weil ich so schnell vorhin reingefahren bin. Auch noch. Die kriege ich dann noch abgezogen. Und mit einem roten Spoiler kannst du dir echt wenig Vorsprung rausfahren haben vom Hamilton. Naja, besonders wenn er direkt hinter dir ist. Wieder mal keine Punkte. Meine Fresse, ey. Danny. Dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Wieso labert Jeff eigentlich immer die gleiche Scheiße? Aktiver Plan, nicht aktiver Plan und bläh. Voll der Horst, ja. Ey. Ja, die Curves. Deswegen konnte ich vorhin nicht rechtzeitig bremsen. Alles klar, jetzt wird mir das auch alles bewusst, ey.
Hat nicht geklappt, was ich jetzt vorhatte. Scheiße. Das heißt, scheiße, Mann, ich werde höchstens Vierter oder Fünfter. Nee, wenn du die Stop and Go nicht antrittst, kriegst du nochmal 5 Sekunden oben drauf, dann du wirst höchstens irgendwie Zehnter oder Zwölfter. Okay, weißt du doch, wenn man die Stop and Go nicht antritt, dann kriegt man nochmal 5 Sekunden oben drauf. Man kann ja ja, dann muss ich das wohl in Kauf nehmen. Verstehe nicht, warum der Hamilton da so lahmarschig hinterhergeiert. Boxenstopp. Ja, dann lass es. Aber ich überhole mir nicht so viel. Ja, allzu viele werden es nicht sein. Hast ja auch noch ein bisschen Vorsprung auf so ein paar. Mein Gott, 15 Sekunden, ey. Die haben gesagt, 5 Sekunden und dann fürs Wechseln brauchen die aber lange, ey. Nur die Nase braucht ewig, bis die gewechselt ist. Kennst du das doch? So ein Müll, Alter. 16. ey. Wegen diesen Dreckfäulen. Weil ich über die scheiß Curves gefahren bin, das ärgert mich. Selbst verkackt jetzt, ey. Tjo. Ja. Entschuldigung. Hier mein Drecksteamkollege, dieser blöde Penis. Mit dem werde ich nachher nochmal ein ernstes Wörtchen reden. Na, ist das bitter. Oh, und Sebastian Vettel hängt hinter Hamilton. Ah, das gibt's doch nicht. Jau! Oh, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ach. Oh. Kein Bock mehr. Da hat's den Virus auch rausgekloppt. Wir haben's leider nicht gesehen, meine lieben Freunde. Ja, ich kann zwar noch fahren, aber was bringt das denn? Bist du einem draufgefahren? Scheiß Curves, ey, wie ich sie hasse. Ach so, bist du drüber gerutscht? Dann das natürlich. Mann, das ist doch wieder ein Drecksackrennen, Alter. Aber ich kann doch fahren. Ich bring's auf jeden Fall noch zu Ende. Ah, oh, wieder mal keine Punkte für keinen von uns. Ach, ist zum Kotzen. Grüße gehen raus an meinen schwulen Teamkollegen. Und an Virus seine Curbs. Scheiß Zeug da, ey. Da schubst er mich mit seinem Hinterrad da noch, ey, und dann war's dann vorbei. Ich denke, jo, alles klar. Na. Die Saison fängt ja wieder richtig geil an, Alter. Mann, sind wir schlecht, ey. Wir bauen echt nur Kacke, ey. Ja, machst du nix. Dann fahr ich wieder rein. Jetzt ist eh egal. Yo! Da waren wir so gut da vorne und dann. Zack, zack, zack! So ist das schön auf der Welt. Oh, da haben sie den einen, den ich gerade überholt habe, angeschoben. Habe ich gerade gesehen.
Auf der langen Geraden kommen jetzt die ersten. Da sind wir dabei, das ist prima. Das Rennen ist genau wie das allererste Rennen. Ja, sorry Leute, aber das ist, glaube ich, nicht das, was ihr sehen wollt, aber so ist das nun mal. Das geht schneller, als ihr gucken könnt. Curse, einen kleinen Drängler und schon bist du weg. Das heißt, der Formel 1 Wagen ist deine alte, wachse die behutsam an, bleibt die bis Ende des Lebens, aber tust du der was anderes an, geht's gerichtlich. Ja. Bremst doch, Mann! Was ist das für ein Lauch, ey? Ja. Oh, ich bin 17. Also zwei rausgeflogen. Ja, ja, Grosjean und ich. Nein, noch einer. Van Dorn. Nee, der fährt hinter dir. Van Dorn ist 18. Ja, dem haben sie aber auch schlechte Reifen verpasst. Ja, ich werde auf jeden Fall nichts mehr einholen. Das ist vorbei. Tja. Diese nach der Boxengasse da, dieser scheiß Curve da und die bremst die scheiß Karre nicht, ey. Dann hätte ich jetzt noch Punkte gehabt. Mindestens 10. wäre ich jetzt gewesen. 9. Definitiv, ey. Naja, das nächste Rennen ist wo? Meine wäre in Russland, aber ich weiß es nicht genau. Versuchen wir dann auf jeden Fall, dass wir das genauso hinkriegen wie hier. Da sind wir eigentlich super zufrieden, wohl. Total. Ja, Reifen gehen auf die 40% zu, aber was will man erwarten? Oh ja. Ja. Ja, ich drehe mal einen Elfer nach dem anderen hier. Oh, vorne gibt's gelbe Flaggen, was denn hier passiert? Ja, ich hier, ein Dreher nach dem anderen. Ach so. Habe ja zwei Burnouts gezogen, weil ich einfach Lust dazu hatte. Der Vettel kriegt's einfach nicht geschissen, an dem Dings vorbeizufahren. Ah. Na komm, Raikönnen, behalte dir deinen Platz. Ach, oh nee, ey. Ich glaube, dazu sagen brauchen wir nichts, es gibt nur schlechte Laune. Spannenden Rennen aufs Podium. Die Hemmelwurst jubelt. Sergio Perez, auch wenigstens einer aus unserem Team, der Punkte gemacht hat. Schön. Danke, Perez. Super Sache. Naja. Ja. Ging ja auch nicht anders. 2-1. Ach, grausam. Alles klar, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten aufregenden Rennen. Bis später. Haut's da rein. Ciao. Ciao mit V.